Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Degrees of Separation, dem wirklich wunderschönen Puzzle-Plattformer. Und ich habe eben so ein bisschen bei Steam mal gelesen, weil es mich interessiert hat, was andere Leute so von dem Spiel halten, und im Hintergrund lief die Musik und sie ist so wahnsinnig schön. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sehr angetan von dem Spiel ist. Sehr, sehr angetan. So, passiert hier irgendwas, wenn ich... Ich kann hier rüberspringen. Gut, dann war es doch mit ihm genauso. Okay, ich sehe schon, wohin das führt. Wir müssen mit ihr den Schal holen, aber natürlich, solange diese Winde hier wehen, kriegen wir mit ihr den Schal nicht. The fishers seem to be recent, angry. But Rhyme was able to calm it for a time. So, wenn wir uns mit ihm hier oben hinstellen, müsste eigentlich Amber... Working together, Amber moved up and over as Rhyme froze the steam from the vents so she could pass. They worked well together. Es ist so schön, es zu sehen, oder? Sie sind so unterschiedlich und nur gemeinsam kommen sie weiter. Evidence of the world's past inhabitants was all around them. Das ist eine... Ich wüsste... Oh, da oben ist der nächste Schal. Seht ihr ihn? Auf dem Brunnen. Ich frage mich, wie wir da hochkommen. Ich frage es mich gerade wirklich. Kann ich vielleicht in den Brunnen runter? Ach, da, guck an. Okay. Man kann tatsächlich in den Brunnen. The sulfur vents ran hotter and fiercer beneath the surface. Es ist natürlich die Frage, wie komme ich an diesen Schal? Vermutlich muss ich es schaffen, dass so eine... Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ich muss mit ihm einmal hier an die Seite. Na, wie mache ich das denn jetzt am besten? So vielleicht. Guck mich erstmal hier mit dem, da unten ist noch ein Schal. Aber wie komme ich an den, oben überhaupt noch ran? Hätte ich vielleicht hier gar nicht runter? Doch, ich muss, darf hier bestimmt runter. So, eigentlich wollte ich mit ihm weiter. Wir müssen ja irgendwann auch wieder nach oben kommen. Er kann hier oben entlang laufen. Und er stoppt dann eben diese... Natürlich. Er kommt da auch nicht vorbei. Okay. Merke also, solange sie irgendwie in der Nähe ist, kommt Rhyme auch nicht vorbei. Das heißt, um ihn hier oben vorbeizubekommen, müssen wir tatsächlich... So, und jetzt sollte sie... Jetzt müsste sie eigentlich hier oben... Ach so, sie kommt hier oben ja nicht vorbei, wegen den... wegen diesen Winden. Ha! Wie kommen wir an diesen Schal? Moment, wenn er weit genug hier vorne ist, damit für sie das Wasser gefriert. Aber sobald sie dann hier hochspringt, kommen diese Winde. Das ist gerade tricky. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwas Besonderes gibt, wenn man alle Schals bekommt. Denn scheinbar ist es nicht nötig, dass man alle findet. So würde ich das jetzt zumindest mal interpretieren. Komme ich mit ihm vielleicht alleine weiter? Aber ehrlich gesagt sieht das auch nicht wirklich so aus. Aber vielleicht... Oh, Moment. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich das gerade gar nicht. Ich wollte schauen, wenn ich es schaffe, dass sie so weit an der Seite ist, dass sie vielleicht... ich muss mal gucken. Wieso komme ich denn mit ihm jetzt... Ah, doch, er kommt hier nach oben. Wenn ich ihn jetzt hier hinstelle und dann Amber zurücklaufen lasse.
Ah, das geht also nicht. Er kann hier nicht dran. Ah doch, er stoppt das hier, aber... Oh, schwierig, schwierig. Und hier wird sie nach unten gepustet. Aber leider eben eher auch aus der Mitte weg, sobald sie sich nähert. So. Ah, doch, jetzt haben wir es geschafft. He felt elated, and for the first time in a long time, happy. Das hat doch ganz gut geklappt. Wir sind einfach hartnäckig geblieben. Und ich bin sicher, irgendwie schaffen wir es auch noch, an den Schal auf der anderen Seite ranzukommen. Erstmal darf er hier nach unten. Er kommt hier nicht durch. Das heißt, hier muss Amber schwimmen. Denn nur wenn sie hier unten ist, kann sie natürlich durchs Wasser. Aber gleichzeitig muss er wieder nah genug dran sein, damit für sie diese eine Säule sich anhält. Und er muss hier drüben dafür sorgen. Amber, for her part, was amazed at how Rhyme's presence quelled the vent so she could pass. And she was grateful. So, jetzt müssen wir sie nur da wieder runterkriegen. Na. Wie habe ich ihn denn hingestellt, damit das... Ich glaube, er war... So, jetzt haben wir sie hier wieder draußen. Und er kann hochklettern. Ich habe auch keinen Weg gesehen, wie sie oben an den Brunnen, also oben auf den Brunnen hätten draufkommen können. Wir hätten oben vermutlich nach rechts weitergehen können. Aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir dann nochmal... The intricacy of the mining platforms was awe-inspiring. Someone had obsessed over their construction. Every moving part. Okay, verstehe. Er kann hier nach oben und hier rüber. Und sie kann dann die Plattform bewegen. Indem sie sich mit draufstellt. Dann kann er hier rüber. Und wenn wir sie theoretisch ganz hier an die Seite stellen, oder auch nicht. Mich gerade. Wir müssen es schaffen. Warte mal. Wir müssen sie nach vorne bekommen. Denn sie muss gleich auf der anderen Seite stehen. Sie muss nach oben klettern an der Stelle. So. Eventuell ist es nicht ganz so geplant, das weiß ich gerade nicht, aber es funktioniert. Von daher alles gut. Ich glaube nur, wir müssen ihn auch noch auf diese Seite bekommen. Aber wie? Oder reicht das hier schon? Nein, das reicht noch nicht. Sie muss hier höher kommen. Sie muss hier nach oben kommen irgendwie. Und sehr wahrscheinlich brauchen wir dafür... Ja, wir müssen auf jeden Fall Rhyme auch oben haben. Damit er auf der anderen... Einer von beiden muss eben auf der anderen Seite...
Und jetzt müsste, glaube ich, aber eigentlich... Er... Genau. Er muss sich jetzt hier hinstellen. Hoppala. Vielleicht mache ich gerade auch einfach einen Logikfehler. Das kann auch sein. So. Und sie müsste doch jetzt eigentlich hier... Bingo. They made it a game. Each seeing the machinery as traps left by some jealous king hoarding his scarves, but not knowing the truth of it. Auf jeden Fall haben sie, glaube ich, sehr viel Spaß dabei. So, rüber mit uns, wir müssen weiter. Und hier können wir einfach nach oben klettern. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass wir auf der anderen Seite nach draußen kommen und dann eben nochmal die Gelegenheit haben, zurückzugehen. Aber es sieht gut aus eigentlich. Es sieht gut aus. Wie wir an den Schal kommen, weiß ich jetzt allerdings gerade auch nicht. Macht es einen Unterschied, ob sie sich hier an das Seil hängt? Nee, das ist absolut egal. The strange machines curled in and about themselves. In ways that reminded them of the castle's twisting hallways. The same architect, perhaps. Da unten ist wieder ein Schneeball, der rollt. Und ich bin sicher, wir kommen hier nochmal zu dem Brunnen zurück. Mechanisms meant to harness the wind now lay exposed to it. Yet Ember and Rhyme did not dwell upon it. This barrier was nothing compared to what separated them. Wir müssten eigentlich nochmal zu dem Brunnen kommen. Wenn wir einfach nur weiter nach links gehen. Ja, da sind wir doch. Okay. Die Frage ist natürlich immer noch, wie wir jetzt... Ich gehe mal mit ihm hier rüber. Wir schauen, dass wir die Schals, die hier dazwischen liegen, noch finden. Ah, hier geht's nicht weiter für ihn. Weil sie erstmal das Wasserrad wieder bewegen muss. Ohne Licht und Wärme, ohne fließendes Wasser, gibt es natürlich auch für ihn keinen Weg hier durch. Aber wir schaffen das irgendwie schon mit dem... Was ist denn hier oben? Wenn sie hier hochgeht, müsste sich theoretisch... Hoppala. Vielleicht war er da schon ganz richtig. Und jetzt steigt alles nach oben. Okay. Gucken wir erstmal nach dem Brunnen. Ich möchte gern den Schal auf dem Brunnen haben. Aber wie erreichen wir ihn? Wie erreichen wir den Schal da oben? Sie können leider auch nicht so weit springen. Warte mal, was ist denn das für ein Zeichen da oben in der Luft? Ihr habt das aber eben auch gesehen, oder? Diese tanzenden Sterne in der Luft, die da irgendein Muster gebildet hat. Da jetzt. Was hat das zu bedeuten? Diese schwarzen und weißen Sterne da oben. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde es gerne wissen. Sind das Schals, die uns noch fehlen? Kann das sein? Wieso eh? Ach, mit E können wir... Moment. Moment. Okay. Ah, da schau an. Okay. Das ist interessant. E, um Wegsteine zu benutzen. Das hat es also mit diesen Steinen auf sich. Und es sieht fast aus, hier fliegt er nach unten. Da können wir also unsere Wege nochmal rekonstruieren. Aber er kann als Schmetterling nicht... Und er kommt noch nicht in die andere Richtung weiter. Wir können als Schmetterling nicht...
nicht Schals einsammeln. Das ist sehr interessant. Ich frage mich, ob man die auch irgendwie nutzen kann. Und ob die Wegsteine, ob diese Sterne dann heißen, dass wir damit Wegsteine aktiviert haben. Oder dass wir... Wie komme ich denn hier wieder aus dem Modus raus? Nein, das wollte ich jetzt doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Ah, auch mit E wieder. Okay. Dann hätte ich ganz gerne wieder, dass unsere liebe Amber wieder an unserer Seite ist. Nein, jetzt will ich einmal zu weit. Ah! Es ist so schade, dass sie als Schmetterlinge nicht... Und ich kann auch nicht mittendrin aus dem Modus raus. Aber so kommen wir schnell von A nach B, wenn wir irgendwas übersehen haben. Kann ich eigentlich auf diesem Schrein hier drauf landen? Nein, kann ich auch nicht. Okay, dann kümmern wir uns zuerst mal um diese Art Mühle hier. Vielleicht erstmal nach oben und dann schauen wir mal, ob es hier oben vielleicht auch einen Schal gibt. Ich glaube, hier kommt es wirklich auf gutes Springen an. Hoppala, das war jetzt zum Beispiel falsch. Ja, sie muss nochmal runter. Damit er sich nochmal an diese Laterne hier hängen kann. Manchmal springe ich ein bisschen zu weit. Und jetzt muss sie hier dran. Damit steigt das hier nach oben. Und er kann hier dran. Und hier dran. Und da oben ist auf jeden Fall auch ein Schal. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da oben an den Schal? Er müsste erstmal an diesen... Er müsste theoretisch... Nein, ach Mist. Ah doch, jetzt, so. Und jetzt muss sie wieder nach oben. Und muss auch hier dran. Und er erstmal wieder hier rüber. Und Amber kann sich diesen Schal holen. Und das sind tatsächlich Schals. Gerade eben ist der ganz oberste Stern weiß geworden, weil wir uns diesen Schal geholt haben. Wir gucken jetzt erstmal hier weiter. Wir halten uns jetzt mal nicht mit dem einen Schal auf, den wir nicht bekommen. Wir gucken erstmal, dass hier drin ist auch noch ein Schal, dass wir den hier bekommen. So, da muss, glaube ich, er erstmal dieses Teil hier stillstehen lassen, das Rad. Und dann vielleicht, wenn es im richtigen Winkel stillsteht... Wenn es im richtigen Winkel stillsteht. Jetzt zum Beispiel könnte es... Wie mache ich das denn am besten, dass es stillsteht? Aber wenn es im richtigen Winkel steht, dann sollte es eigentlich funktionieren, dass wir... dass wir hier nach oben kommen. Nicht jetzt. Jetzt müsste er doch eigentlich... Na, kommst du hier nicht hoch? Okay, dann muss ich es noch mal etwas weiterlaufen lassen. Eventuell müssen wir auch einfach übers Dach. Das könnte auch sein. Das ist glaube ich, übers Dach einfacher. Wenn wir übers Dach klettern mit ihm. Die beiden müssen ja nicht exklusiv beieinander in der Nähe bleiben. Wir können einfach ihn hier drauf lassen. Und sie kann hier jetzt das Ganze weiterlaufen lassen, bis er an der passenden Stelle ist, um diesen Schal hier zu holen. Und jetzt seht ihr es, die drei Sterne sind weiß geworden, weil wir das bekommen haben. Die Frage ist wirklich nur, wie wir an den Schal auf dem Brunnen kommen. Ich glaube, hier unten ist weiter nichts mehr. Wir können noch mal gucken, aber ich glaube, hier ist tatsächlich weiter nichts mehr. Dann müssen wir mit Amber auch einmal übers Dach. Wie kommen wir an den Schal auf dem Brunnen?
Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob wir weit genug springen könnten. Wisst ihr, wenn wir von hier einfach rüberspringen, aber ich glaube, da ist der... Nein, das reicht im Leben nicht. Selbst wenn wir von ganz oben springen, kommen wir da nicht hin. Wie komme ich dann hier nach oben? Ich will noch einmal mit ihm gucken. Ich will noch einmal ihn zu Hilfe holen, ob es da eine Möglichkeit gäbe. Erst dachte ich ja, vielleicht, wenn wir beide, aber... Das Problem ist, wir können an keiner Stelle auf irgendetwas draufklettern, was hier in der Nähe ist. Und ich weiß wirklich nicht, wie wir das hier... Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ich bin so ehrlich. Wir gehen jetzt einfach weiter. Wie gesagt, es bringt nichts, wenn ich mich ewig an diesem Schal jetzt aufhänge. Dann gucken wir lieber, dass wir später nochmal zurückkommen dazu. Dann probiere ich lieber vielleicht zwischen den Folgen mal, ob mir da noch irgendwas einfällt. Als dass wir jetzt irgendwie eine halbe Stunde noch an diesem Schal rummachen. Und dann gibt es ja immer noch keine Garantie dafür, dass ich das Rätsel löse. Zwei Köpfe wären halt doch klüger als eine. Und vielleicht mit jemand anderem würde da jemand mein Geistesblitz kommen. So, da sind wir. Und hier ist bestimmt auch wieder ein Schal in der Nähe. Frage ist, okay, wenn er hier... Wir müssen unten oder oben entlang kommen. Oben ist momentan absolut... wir müssen den Schneeball aber hier hinbekommen. Wir müssen den Schneeball da hinbekommen, damit wir da durchkommen. Und jetzt steckt sie ein bisschen fest. Wenn er aber jetzt hier einfach rollt, dann kriege ich den hier gar nicht hoch, den Schneeball. Wie komme ich denn dann? Okay, so geht's nicht. Wie komme ich denn dann? Also wir kommen auf jeden Fall mit beiden auf die andere Seite. Das ist relativ einfach. Sie kann einfach hier entlang laufen, aber wie komme ich an diesen Schneeball? Wie komme ich an diesen Schal? Theoretisch würde ich ja sagen, einer muss sich hier hinstellen, der Schneeball muss hier sein. Und man kann dann vielleicht auf den Schneeball, aber wir kriegen... verstehe. Moment, ich sehe es gerade. Ich sehe es. Der Schneeball muss hier rein. Der Schneeball muss da rein. Jetzt haben wir es. Und dann müsste sie sich hier an dieses Seil hängen, damit der Schneeball nach oben geht. Und er kann jetzt hier raus, damit der Schneeball rollt. Ja, oder auf die andere Seite, damit er den Schneeball schieben kann. Das geht natürlich auch. Ich habe nur gerade die Sorge. Moment, bleib mal hier, halt den Schneeball auf. Denn ich fürchte, irgendjemand muss... Okay, jetzt muss ich auf der anderen Seite wieder durch. Da ist sie. Das war gerade so ganz an der... Am Rande. Irgendjemand muss ja nachher auf den Schneeball drauf können. Und sie darf das hier nicht sein. Deswegen stelle ich sie hier schon mal an diese Seite. A great cliff rose up before them. It looked as if they could climb the exterior. Perhaps they could use it to scout the horizon. So. Und wenn er jetzt theoretisch sich hier hinstellt und der Schneeball rollt, dann müssten wir mit Hilfe des Schneeballs eigentlich... Genau, an diesen Schal kommen. Rhyme's spirit rose as he harnessed the cold to reach new heights. Amber, seeing his face, echoed his smile. Oh, ich mag die Geschichte, die hier erzählt wird, so sehr. Hier sind wir reingekommen, oder? Das war jetzt die Stelle, wo wir... Ja, das ist die Stelle, genau, wo wir unterirdisch gewesen sind. Ich würde einmal kurz ihn hier auf die andere... Mithilfe von... Huch, da weht's Amber weg.
Da weht es sie einfach weg. Und jetzt ist sie unten. Zwei der Wege haben wir schon erkundet. Und da ist der nächste Schal. Ich versuche gerade zu überlegen, wie kommen wir an den hier ran? Und da fliegt sie nämlich weg, wenn er nicht oben steht. Das heißt sehr wahrscheinlich, wir müssen ihn erstmal mit ihr gemeinsam nach oben bekommen. Wie haben wir das denn gerade gemacht, dass er da oben gelandet ist? Wie haben wir das denn eben gerade geschafft? Wir müssen sie oben durchkriegen, oben durch diesen... So, jetzt haben wir ihn schon mal hier oben. Jetzt müssen wir Amber noch mal hochkriegen. Und ihn am besten auch gleich noch mit. Nein, Amber, bitte bleib oben. So. Nein. Ah, der erste versehentliche Versuch war schon eigentlich einer unserer besten. Da war er schon relativ weit oben. Das Problem ist, wenn sie hier hochfliegt, sie wird auch sofort zurückgeschmissen im Prinzip. Deswegen müssen wir es schaffen, dass das Rhyme auch nach oben kommt. Denn mit Rhymes Hilfe schaffen wir es natürlich hier diesen... Dann darf sich einmal hier hinstellen und dann versuchen wir mal das Ganze mit Amber zu aktivieren. Ich möchte mich gerne so weit vorstellen, dass sie es gerade so aktiviert. Das ist echt schwierig. Wobei, weil jetzt könnte es vielleicht funktionieren. Ja, jetzt kommt er nach oben. Und wir sind beide oben. Sehr schön. Und hier wird Amber nach oben geworfen und da ist sie. Atop the mountain, another mechanism. A gate built into the side of the mountain. Und jetzt müsste er eigentlich notfalls auch mit diesen Winden reisen können, aber erstmal müssen wir natürlich. For all the heights they reached, it always seemed one must fall. It became a dance between them. Aber hier könnten wir jetzt eigentlich mit dem Schmetterling nach oben reisen. Genau. So. Und ich würde sagen, bevor ich mich jetzt um diesen Schal kümmere, mache ich nochmal eine kleine Unterbrechung und überlege, ob ich nicht eine Möglichkeit finde, dass wir uns den Schal beim Brunnen nochmal holen, bevor wir zu weit davon wegkommen. Das Gute ist, wir können über diese Wegsteine einfach reisen. Das heißt, wir können eigentlich jederzeit zum Brunnen zurück. Aber ich gucke mir das jetzt gleich nochmal an und notfalls sehen wir uns einfach hier wieder. Aber ich möchte es tatsächlich machen. Und wenn wir halt irgendwann ganz auf der rechten Seite sind und alle Schals haben, ich glaube, dann, ja, dann wird es eine unmögliche Reise zurück. Dann dauert es so lange, bis wir die da beide wieder haben. Deswegen schaue ich mir das lieber jetzt nochmal an, ob ich da irgendwas übersehen habe. Denn ich bin mir fast sicher, dass ich irgendwas übersehen habe. Und dieser kleine Stern, dass wir den fünften Schal jetzt nicht gefunden haben, das stört mich gerade so ein bisschen. Und es sieht so aus, als hätten wir noch ganz, ganz viele. Ich glaube, man braucht nicht alle, um das Ende zu erreichen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Denn falls man einen Weg auslassen würde, falls man den nicht sehen würde, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann irgendwie das ganze Spiel nicht abschließen kann. Aber ich für mich persönlich als alte Komplettiererin, ich hätte den schon ganz gerne. Deswegen macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und wenn alles genauso läuft, wie ich mir das vorstelle, dann indem wir uns Schal 5 holen beim Brunnen. Ansonsten sehen wir uns hier an dieser Stelle wieder. Macht euch also wie gesagt noch einen flauschigen Tag und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal bei Rhyme wieder. Nicht bei Rhyme. Was rede ich jetzt wieder hin? Rhyme ist der Junge, Amber das Mädchen. Bei Degrees of Separation meine ich natürlich. Bis dahin. Bye, bye.